Der LASK und der WRC gewinnen in der Europa League. Team ist weiterhin auf Titelverteidigungskurs und die Formel 1 gastiert in Imola. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE AT Sportstudio. Gestern waren unsere drei Eurofighter in der Europa League im Einsatz. Und dabei gab es erfreuliche Ergebnisse. Der LASK feiert gestern im eigenen Stadion einen 4:3-Sieg über Ludogorets Razgrad. Die Linzer, die das Spiel lange unter Kontrolle haben, verspielen am Ende fast eine 4:1-Führung. Elvis Manu macht es mit seinem Hattrick für den bulgarischen Serienmeister mehr als spannend. Die Thalhammer Elf kann aber schlussendlich den Vorsprung verteidigen. Damit holen sich die Stahlstädter im zweiten Spiel der Gruppenphase die ersten drei Punkte in der Europa League. Auch die Wolfsberger feiern gestern ihren ersten Sieg in der Gruppenphase. Die Wölfe holen sich bei Feyenoord Rotterdam einen klaren 4:1-Sieg. Matchwinner für die Kärntner war der 35-jährige Michael Lindl mit einem Hattrick, der zwei der drei umstrittenen Elfmeter für die Wolfsberger verwandelt. Damit stehen die Wölfe nach zwei Spieltagen mit sensationellen 4 Punkten am ersten Platz der Tabelle in der Gruppe K. Im Gegensatz zum LASK und zum WRC kann Rapid gestern keine Punkte in der Europa League Gruppenphase holen. Eine Woche nach dem 1:2 gegen Arsenal verlieren die Hütteldorfer bei Molde mit 0:1. Am zweiten Spieltag der Wiener überrascht vor allem die Aufstellung von Didi Kübauer. Statt Richard Strebinger steht Paul Gartler im Tor. In der Innenverteidigung kommt der 19-jährige Leo Greimel statt Max Hoffmann zum Zug. Der norwegische Meister dominiert von Anfang an das Spielgeschehen und kann dann nach einem Tor in der 65. Minute das Spiel für sich entscheiden. Rapid steht mit diesem bitteren Ergebnis mit 0 Punkten auf Platz 3 der Tabelle in der Gruppe B der Europa League Gruppenphase. Dominic Thiem macht gestern bei den Erste Bank Open einen weiteren Schritt Richtung Titelverteidigung. Der US Open-Sieger besiegt Christian Garin schon nach 1:05 mit 6:3 und 6:2. Im Gegensatz zur ersten Runde gegen den Ukrainer Vitali Satschko ist Thiem gestern in der Wiener Stadthalle vor 1000 Zuschauern dem Chilenen Christian Garin klar überlegen. Mit dem Sieg steht Thiem im Viertelfinale der Erste Bank Open, wo er heute auf Andrei Rublev trifft. Mit dem als Nummer 5 gesetzten Russen erwartet den Titelverteidiger keine leichte Aufgabe. Auch Juri Rodionow stand gestern im Achtelfinale gegen Daniel Evans am Platz. Nach seinem Auftaktsieg gegen Denis Shapovalov muss er sich gestern gegen den 30-jährigen Briten geschlagen geben. Der 21-jährige Niederösterreicher scheitert nach 1:42 mit 5:7 und 3:6 im Match gegen den Weltranglisten 33. Der Formel-1-Zirkus startet am Wochenende in Imola mit einem neuen Format. Heute gibt es keine Trainings, morgen dafür eine freie Session und dann das Qualifying, bevor das Rennen am Sonntag um 13.10 Uhr startet. Ein Format, das nicht alle glücklich macht, vor allem Max Verstappen nicht. Wenn wir das auf einer bekannten Strecke gemacht hätten, auf der wir mit diesen Autos schon gewesen wären, wäre das kein Problem gewesen. So aber ist der Verzicht auf zwei Trainings dumm, so Verstappen. Vielleicht denkt der 23-Jährige auch an die tragischen Ereignisse von Imola, denn die Formel 1 wird an diesem Wochenende zu einer emotionalen Reise in die Vergangenheit. Am 1. Mai 1994 ließ der Formel 1-Superstar Ayrton Senna genau auf derselben Strecke sein Leben. Seit den letzten Rennen 2006 wurde die Strecke umgebaut und modernisiert. An den 1. Mai 1994 werden am Wochenende beim Großen Preis von Emilia-Romagna trotzdem viele denken. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche im KRONE AT Sportstudio.